Du weißt, dass ich das nicht kann, oder? Schön für deinen Cousin. Hier lang. Da wären wir. Los, mir nach. Wie hoch müssen wir denn noch? Du wirst das schon schaffen. Viel, oder? Angeber. Das ist nicht schwer. Aha. Hier lang. Warum haben wir das nie entdeckt? Los, gucken wir hoch. Was soll das heißen? Es heißt, egal wie viele ihr seid und wie viele Waffen ihr habt, wir tricksen euch aus. Vielleicht solltest du nicht mehr wir sagen. Schließlich wollen sie dich töten. Es ist Lily! Du hättest wegbleiben sollen, Lily! Bist du okay? Ja.
Lass mich helfen. Ich schaff's schon. Hast du gehört, wie sie mich nennen? Ja. Willst du mich was drüber fragen? Willst du, dass ich was darüber frage? Nein. Okay. Skars haben das gebaut? Seraphiten. Ja, das wollte ich sagen. Ist ziemlich cool. Was heißt cool? Etwa fantastisch. Super. Beschütze sie. Ich frage mich, ob eure Prophetin geahnt hat, was sie lostritt. Sie hat Dutzende gerettet. Auf unerklärliche Weise. Sie hat Trucks gesprengt und Soldaten getötet. Nicht gerade unerklärlich. Kennst du ihre Schriften? Hab drin geblättert. Sie können dir helfen. Klar. Was machst du da? Gib mir eine Sekunde.
Ich gehe diesmal zuerst. Ich wollte noch sagen, mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Sind wir. Danke. Die Ältesten haben uns ein neues Kind angeboten. Das ist eine große Ehre. Elizabeth ist dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon bereit ist. Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Ja, na klar. Es ist die Abtrünnige mit einem Wolf! Nach links! Thank you.
Ausschwärmen. Augen auf. Seraphiten, wie auch immer. Ja, verdammt. Ich hab dich noch nie fluchen gehört, Lev. Ja, das war mein erstes Mal. Einen Ausgang? Vielleicht kommen wir da rein. Okay, und jetzt? Warte mal, lass mich raten. Hoch. Ja.
Ist das ein Aufzug? Ja. Hey, zieh das Gitter runter. Darf ich dir einen Rat geben? Oh mein Gott. Denk an die guten Seiten der Angst. Die guten Seiten? Ja, du läufst schneller. Heilige Scheiße. Du fühlst weniger Schmerz. Jedes schlechte Gefühl, feuchte Hände, Herzklopfen, alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Also, wenn du Angst hast, denk daran, dass dein Körper sich nur für das Kommen ist. Nur in der Schwäche findet die wahre Stärke. Ist das von der Prophetin? Ja. Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Du magst also diese Prophetin, obwohl ihre Anhänger dich töten wollen? Sie würde das nicht wollen. Ihre Schriften handeln nicht so weit. Das solltest du deinen Leuten sagen. Wir haben keine Leute gesteinigt oder erhängt, als sie noch lebten. Ihre Worte werden einfach verdreht. Lies die Schriften. Okay. Nicht hier oben. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Lev, komm mir nach. Fuck! Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Hier oft benutzt? Ja. Du lügst doch. Tu ich nicht. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Oh mein Gott. Guck, einfach nicht nach unten. Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. Kühl. Cool. Was? Ach, nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Oh mein Gott, Lev! Jetzt? Ihr habt verkrampft gewürgt. Geh einfach! Ich
geschafft! Na los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Komm her, lass dich umarmen. Das wirst du gleich bestimmt nicht mehr wollen. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Oh mein Gott. Warum mache ich das? Du Scheiße, Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Geschafft. Scheiße. Hey, da! Man kann das Krankenhaus sehen. Oh, fuck! Oh, fuck! Guck zu mir! Ich kann das nicht, Lev! Ich kann das nicht! Doch, du kannst! Ich kann nicht! Aber du wirst! Komm schon! Wahre Stärke! Wahre Stärke! Wahre Stärke! Okay, fast geschafft. Du schaffst das! Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. 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 Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts.
Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Das hat echt geklappt. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Das Gebäude sollte geräumt werden. Sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Vorsicht!